Eine Frustdelle beim BVB. Nach 3 Ligasiegen zum Rückrundenstart nun das Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals. Und mit Kapitän Marco Reus fällt nun auch noch ein wichtiger Spieler für mehrere Wochen aus. Leider hat sich Marco verletzt. Jetzt war in der letzten Minute, sollte raus, konnte nicht weiter und ist nicht da für einen Monat. Ich bedauere es, dass. Das ist klar, aber Marco ist wichtig und bleibt wichtig für die Mannschaft. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, es liegt am System und heute alles offen. Favre muss umbauen, hat aber offensiv zum Glück ein paar Alternativen. Sein Startelf-Verzicht von Erling Haaland im Pokal in Bremen wurde unter der Woche aber kritisch beurteilt. Ich bin der Erste, der will ihn am Anfang bringen, aber wir müssen weiter aufpassen. Sie können nicht wie ich seine Körper, wie sagt man, Körperzustand so und wir müssen weiter vernünftig sein. Natürlich, ich würde ihn gerne alle Spiele machen lassen, aber man muss weiter aufpassen. Manchmal. Er ist 19. Und ich spreche von Vorbereitung, alte, ehemalige, kleine Verletzung. Wir müssen trotzdem weiter vernünftig sein. In Leverkusen will die Borussia den Pokalfrust schnell abschütteln. Die erste Titelchance ist vorbei, bleibt realistisch betrachtet nur noch die Meisterschaft. Ja, es ist jetzt ein anderer Wettbewerb und deshalb war ich auch so verärgert nach dem Spiel, weil du das nicht reparieren kannst. Jetzt haben wir einen Wettbewerb weniger. Das tut weh, dass du in Bremen ausgeschieden bist. Und in der Liga geht es darum, da anzuknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Aber ich habe auch schon, das war uns allen klar, dass nach den Spielen gegen Köln und Union Berlin zu Hause, dass es in den kommenden Wochen und auch Spielen deutlich mehr Gegenwind geben wird, als wir da zu Hause bekommen haben. Und das hat man in Bremen gesehen, teilweise selbst verschuldet durch uns. Aber das wird in Leverkusen, die nochmals eine andere Qualität haben, auch dann da nochmals erhöht sein. Wir müssen da einfach auch, ich habe es gesagt, ein Trainer hat es auch gesagt, wir waren in vielen Belangen zu langsam, den Ball zu langsam laufen lassen, den Ball, die Zweikämpfe nicht wirklich gut angenommen. Und das muss alles besser werden. Eine wichtige Saisonphase, in der man Anschluss halten will im Titelrennen. Mit dem 4. Ligasieg im Kalenderjahr 2020 wäre man in Sachen Meisterschaft weiterhin voll dabei.